verdient mit Geld und so. Muss schon wieder irgendwelche Illusionen hier. Mörderer! Lukas? Alles in Ordnung? Ja, alles klar. Mörder. Gut, Telefon. Lukas Kane? Hallo Lukas. Hallo Tiffany. Ich habe dir gestern Abend eine Nachricht hinterlassen. Ich möchte ein paar meiner Sachen bei dir abholen. Hast du dir heute Abend? Ja. Ich dürfte so gegen 8 Uhr zu Hause sein. Okay, wird nicht lange dauern. Ist alles in Ordnung, Lukas? Ich muss Schluss machen, ich habe zu tun. Tschüss. Natürlich ist alles in Ordnung. Wir haben ja nur einen Typen umgebracht. Oh nein, ich bin schon wieder gefailt. Och Mann, ich will es mal schaffen. Ich fange nur zu spät an. Es soll irgendwas wie 3, 2, 1 sein. Au weh. Kaffee. Hallo? Ja, wir schauen sofort nach. Nummer alles klar. Ich habe ein Problem. Ich gehe hin. Nein, lass. Ich mach's. Wie du willst. Alles klar, dann machen wir das mal. Gut, dann stehen wir auf. Und machen uns erstmal auf den Weg dahin. Hinfort. So. Das war die epische. Das war halt das epische Zeug, das wir. Das ich euch versprochen habe. Ein bisschen Büroarbeit. Das war doch episch, oder? Nee, Spaß, das war noch nicht episch. Es wird bestimmt bald irgendwann sein. In ein paar tausend Jahren, dann kommt irgendwas Episches. Und zwar, oh weh, was ist denn das? Riesenspinnen. Wieso träumen wir denn auch immer von Riesenspinnen? Ja, Riesenspinnen. Die sind riesig, die Riesenspinnen. So, reparieren wir erstmal das Teilchen hier. So, repariert. Oh weh, was ist denn das? Oh weh, was ist denn das? Oh, das ist ja so eklig. Auf die Platte. Oh oh, Bewegung. Wohin ist die Frage? Auf die Platte. Zack. Au, hey, hallo, ich hab doch... Gut, super. So, das haben wir wenigstens geschafft. Auf die Blätter. Ah, Mist, ich habe eins vergessen. Oh, nee. War wahrscheinlich schon richtig. Was haben wir hier? Oh Gott, das kennen wir ja schon. Muss ich mal wieder ganz laut die Buttons pressen. Oh weh. Verdammt, jetzt sind wir tot. Gerade wo ich am Klicken war, habe ich eine Unterbrechung, mache schnell Pause und dann drücke ich wieder Start, dann sterben wir natürlich. So, das gleich nochmal. Okay, schnell. Schnell drücken. Oh weh, gescheitert. Wir waren zu langsam. Aha. Da muss ich jetzt mal eben schnell probieren, wie wir das am besten machen können. Okay, das haben wir erstmal geschafft. Schnell. Super, haben wir geschafft. Was ist denn hier eigentlich los? Oh weh. Super, haben wir auch geschafft. Runter, links, rechts. Gescheitert, verdammt. Auf die Plätze. Okay. Was wird denn das? Ach, das war eine Vorwärtsrolle. Oh oh. Shit. Gut. Oh, das wird jetzt hier etwas dauern.
Ah, gescheitert. Das war nicht sehr schön. Oh, wir werden aufgegessen. Oh, oh. Oh nein. Okay, wir haben kein Leben mehr. Lukas? Lukas, hörst du mich? Oh Gott, er erstickt deine eigenen Zunge. Schnell. Oh, wir haben unsere Zunge gefressen. Wahrscheinlich. Ah, schon wieder hier. Na egal. Wenn wir nochmal ein bisschen uns bewegen. Zack. 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 Hey, wieso war das gescheitert? Oh, das war wieder gescheitert. Ah, hab ich doch gesagt. So, jetzt müssen wir uns hier wieder umschauen. Das wird gleich wieder bestimmt. Ah, hier wieder die Viecher. So, super. Wieso kann es denn eigentlich nicht immer so gehen? So, und hier werden wir erwürgt. Kennen wir schon bereits. So, das wäre auch geschafft. Zack. 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 Au, wieso ist das gescheitert? Auf die Plätze. Okay. Gut, die Vorwärtsrolle wäre uns gelungen. Zack. Zack. Das wäre auch geschafft. Oh weh. Gut, sonst noch was? Ah, das wäre wieder gescheitert. Ah, und wir werden hier wieder aufgefressen. Natürlich kriegen wir noch eine Chance. Auf weh. Nein, das wäre wieder gescheitert. Das wäre nicht so schön. Okay, dann machen wir das noch schnell nochmal. Und hier fressen wir wieder unsere Zunge. Lukas? Lukas, hörst du mich? Okay, nochmal alles. Ich krieg die dumme Steuerung nicht hin. Ich bin noch übelst ungeschickt in der Steuerung. Super. Endlich mal das, was wir geschafft haben. Super. Das ist schön, dass wir endlich super haben. Das müssen wir jetzt schaffen, weil das wäre sonst ziemlich langweilig hier. Immer die gleichen Dinge zu machen. Zack. Zack, 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 zack. So, das wäre, glaube ich, auch geschafft. Erstmals. Gut, weiter geht's hier lang. Und wieder hier die vielen Buttons drücken. Zack, 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 zack. Super. Okay. So, das habe ich jetzt auch geschafft. Gut. Das haben wir jetzt hier auch geschafft. Weiter geht's. Erstmal nach oben schauen, dann nach links. Hier nach links, hoch, rechts, links, runter, links, rechts, links, rechts. Runter, hoch und hoch, rechts, runter, links, runter, hoch, runter, links, hoch, runter, rechts, hoch, runter, links, hoch, runter, rechts, hoch, hoch, runter, rechts, runter, AW, runter, rechts, links, runter, und was? AW, das geht zu schnell für mich hier. Und epic springen. Hoch. Wow, was ist denn das eigentlich für eine Invasion hier? Schnell, das haben wir gleich geschafft, in unser Büro hinein. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Was wird das jetzt eigentlich? Aha. Eine zweiköpfige Schlange.
Schlange. Ein Kopf in dieser Welt, einer im Jenseits. Aha. Wehe dem, der durch die Schlange hindurch sieht. Okay, und was war das jetzt? Naja, dann sterben wir halt hier in der Ecke. Das ist ja auch ganz okay. Lukas? Lukas, was ist los? Hörst du mich? Alles in Ordnung? Ja. Hey, du hast dich verletzt. Du blutest. Puh. Ich muss weg. Ja, jetzt sind wir im Stress. Ich habe keine Ahnung, was geschehen war. Aber eins weiß ich. Diese Dinger hätten mich fast umgebracht. Das war richtig viel Fing-Action hier. Und ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. In Lukas Wohnung. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Stellen uns hier erstmal eine Frage, bis wir wieder frei laufen können. Nach dem Vorfall im Büro fragte ich mich, ob ich noch bei Verstand war. Ich war dermaßen erschöpft, dass ich keinen Schlaf fand. Ich fürchtete, von Albträumen heimgesucht zu werden. Ich ging im Zimmer auf und ab. Ich wäre lieben gerne ins Bett gegangen, aber ich bekam die Augen nicht zu. Das ist halt so, wenn man gerade frisch jemand ermordet hat. So, und jetzt mache ich hier einen schnellen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, natürlich mit ein paar Fails. Ich werde mich schon noch bessern, keine Sorge, und danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch richtig gefallen und ich verabschiede mich hiermit. Auf Wiedersehen!